gehen wir hier mal rein, ne, und fangen hier an mit der Hall of Shame, weil anscheinend wurde das so hochgeladen. Ja, es kamen die ersten drei Hall of Shame Videos, dann kam anscheinend eine Analyse, dann kam, frag mich nicht warum, völlig random Ahmed rein, danach UH-Feed SV, keine Ahnung, Digga, und Joy Full Jerk. Dann kommt Lacris und dann kommt irgendwie eine Analyse. Also irgendwie ist es ein bisschen wild, aber anscheinend wurde es so hochgeladen. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Wenn nicht, verbessert mich gerne. Ja, wenn da jemand mehr Ahnung hat. Ich kann das jetzt im Nachhinein nicht mehr ganz zusammenbringen, wie das alles war. Aber wie es wohl aussieht, war dies das erste Video zum JBB. Was eigentlich ziemlich krass ist. Und ich würde sagen, in dem Modus, Leute, bevor wir hier reingehen, alle mal Ehrenfrau in den Chat. Weil die Nung, ich weiß nicht, ob man es so ausspricht, war quasi der erste Teilnehmer oder die erste Teilnehmerin auf dem JBB-Kanal. Sie hat es quasi eingeweiht und hat das ganze Ding gestartet, Alter. Wenn man da gewusst hätte, dass das mal alles so riesig wird, ne? Okay, dann lass uns mal schauen, Nung, was du hier abgerissen hast, Alter. Interessant, ja? Nung, zeig uns, was du kannst. Hey, Julian. Ah, das war alles auf dem gleichen Beat, oder? Das war alles auf dem gleichen Beat. War das nicht damals so? Oh, das war nervig. Stimmt, Digga, da gab es keine Beatwahl. Da musste man sich immer diesen gleichen Beat gönnen. Oh nein, Digga, das wird anstrengend. Okay, aber egal, so war's nun mal. Let's go. Du greifst wie ein Säugling, aber nicht zu Titten, sondern zu den benutzten Shampoos deiner Schwester. Nun übernimmt jetzt den Beat, also lieber die Seite. Hau, du bist so ungefährlich wie Tiere im Streichelzoom. Eigentlich, ey, komm, von der Flo-Variation gar nicht schlecht gedacht. Ich verstehe auch nichts, aber ich versuche was Gutes zu finden. Hört auf jetzt. So lieber die Seite hauen, du bist so ungefährlich wie Tiere im Streichelzoom. Muckst du auch mit deiner Tatzenklappe, klatsche ich deine Pappnase und zieh ich meine Nackenpappe, ziehst du die Arschkarte. Oh nein, Digga. Ja, da war so der ein oder andere Timingfehler, würde ich so sagen. Und wisst ihr was? Ich finde irgendwie, ich weiß nicht warum, erinnert mich ihr T-Shirt an Tune-Merchandise, Digga. Ich verfolge dich mit der Katana durch den U-Bahn-Tunnel. Hol, dass du jetzt eine Nuke in deinem Urban-Fummel. Halt die Fresse, Kid, ich gebe dir Messerstiche. Lunge, Leber, Milz und zieh meine Arschkarte durch deine Popo-Ritze. Digga, was für eine Poporitze, Junge? Also erstmal ist das Wort Poporitze komplett gebannt, Digga. Du kannst nicht Poporitze sagen. Also das Wort Poporitze ist ja schon... Digga, da bist schon vorbei. Aber das darfst du auch nicht so rappen. Was ist denn da passiert? Der Ficker mit nur Watt in der Birne, der leuchtend tut dein Pussy-Glamme. Lobotomie mit meiner Uzi, du Penne. Halt die Fresse, Boy, denn es ist Gold, was er glänzt. Ich jage dich durch die Straßen mit dem Revolver im Benz. Aber ich find's irgendwie sympathisch, dass sie sich selbst so auf den Arm nimmt, oder? Dass sie so, auch, dass die Erste oder der Erste, ja, sie als Frau so als Erstes da reingesteppt ist und sich auch überhaupt nicht ernst nimmt, da mit Goldkette und so, aber steht da irgendwie in ihrem Kinderzimmer so gefühlt. Nung. In Converse. Ah, Nung, okay, es war richtig. Kordjacke, Routers kick in dein Gesicht mit meiner Kampfsportattacke, bitch. Lull. Roundhouse-Kick, Mann. Das waren doch damals so die ganzen Chuck Norris-Witze. Kennt ihr noch die Phase? Gute alte Zeiten. Qualität ist, wenn ich in der Rehabilität. Mein Babyface ist schnupplich, dass dem keiner widersteht. Ramme die Spritze in dein... Ich find's sympathisch, ja? Ist natürlich meine Güte. Sollte wahrscheinlich auch nicht krass sein. Ich glaube, ich weiß nicht, waren die Leute da... Wisst ihr das? Musste man sich damals einzeln anmelden für die Hall of Shame und für das normale Turnier? Oder haben die sich alle fürs richtige Turnier beworben und wurden dann in die Hall of Shame gepackt? Mein Herz voll mit Adrenalin. Guck nicht weg, Junge. Ich werd dir den Atem entziehen und wenn dein Atem entfliegt, hast es anal verdient. Welchen Ohnmacht denn du hast? Kein Melatonin mehr. Aber ey, man muss sagen, auch wenn es jetzt nicht so krass gerappt ist, ist wahrscheinlich das erste Ding, könnte ich mir vorstellen. Obwohl, die macht Musik anscheinend, ne? So musikermäßig unterwegs. Checkt zumindest so ein bisschen, wie die Reime funktionieren, ne? Meine Gasmaske auf. Ich wickel deinen Farben rauf. Weigel deinen Gas aus. Entledige dich auf einer Abendcouch. Was ist denn eine Abendcouch, Digga? Hat sie Abendcouch gesagt? Morgencouch, Mittagscouch, oder? Digga, ich verstehe gar nichts. Ich hab gar nichts gecheckt, Digga. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Junge, du rauschst und kippe deines Lebens. Ich zerdrücke deine Lunge. Im Hand umdrehen, ich kann meine Hand umdrehen. Oha, Hand umdrehen und Hand umdrehen hier. Woo! Gibt es eine Zuhörerstelle und du kannst nichts unternehmen, denn es gibt nur diese Handlungsszene.
schweig, bitch, gönne dir ne Trostzigarette. Meine langen schwarzen Haare sind nicht bloß Etikette. Nur ich ein Mädchen bin, heißt das nicht, dass ich über 0 Euro Wille hätte. Du kannst nicht. Ich verstehe mal nichts. Nur weil ich ein Mädchen bin, danach kommt einfach pures Wirrwarr und es verwirrt mich. Ich verstecken, weil ich dich wie ein Profiler check. Und ich kill dich im Endzeit-Style. Und du spielst wie dir dein Leben dir wie Seife aus den Händen, der du saust dir keinen Aal, höchstens eine abgebrochene Bleistiftmine. Oh nein, oh, was ist, oh, was ist dieser Double-Time-Wack? Deine Niederlage ist final, wenn ich um deinen Leichnam gerade ziehe. Da wird mein Herz auf einem Boden, deine Eingeweide liegen. Mundwinkel so weit, dass sie von Seite zu Seite ziehen. Nur deine Mimik zieht sich mehr wie Botox-Gesicht. Dieses Video. Deine Ding verzieht sich nicht mehr wie Botox-Gesicht. Der Digga ist so Lance Flow auf einmal noch mit reingesteppt. Julian ist ein Po-Loch geflickt. Ja, du verbringst die Zeit. Poporitze, Po-Loch. Die willst aber auch wissen. Weil du ein Kotnascher bist, du gemobbt bist und von Mama nie ein Trostpflaster kriegst. Dein Leben ist so verschwommen wie Omaha Beach. Schön, du bist ein Schweiß aus Medizin, ist Überdosis Dopa. Und es ist immer noch nur. Ich hol dich aus dem Kindergarten. Ich bilde dir einen Schein zu dir, Röhre, und du musst fort, während Windeln trag aufs Neue. Ein Das ist leider extrem vernuschelt immer, ne? Aber ich find's irgendwie süß, wie sie sich da immer hinstellt und das so nachstellt, was da passiert. Die nimmt sich nicht ernst. Also ich finde es, ja, es ist keine rap-technische Offenbarung, ne? Aber vor allem damals war es unterhaltsam. Heute ist es halt leider so, man kennt schon so viel Wacken-Müll. Wisst ihr, was ich meine? Kriegt man ja jede Woche irgendwie was Neues mit. Damals war das aber irgendwie noch neu, so, ne? Doch ziehst du jetzt eine Sauerstoffflasche. Bist mal wieder blau, doch diesmal ist der Sauerstoff alle. Alle. Ja, Mann, zerrissen dieser Blick, ja, ganz stolz, Digga. Ich frage mich, wie das damals ankam, wisst ihr das noch? Wurden die Sachen so totgehatet oder hat man das irgendwie gefeiert, so dafür, dass es so wack war, wie es war, so? Also hat man das so mit Humor genommen oder wurden die so richtig beleidigt, so? Und Daumen runter und sowas. Digga, das ist gruselig, hör auf. Digga. Digga, was war das denn jetzt, Alter? Also ich distanziere mich ganz klar von diesen Effekten da. Ich möchte auch das ganz klar in den Chat sagen, wir supporten diese Form von Gewalt in keinster Weise, auch nicht zu Unterhaltungszwecken. Ich und wir alle finden das sau blöd, dass das da jetzt drin war. Und es tut mir leid, dass das jetzt vorkam. Ich passe in Zukunft besser auf. Digga, was war das denn jetzt? Das hat mich jetzt aber komplett genommen, Digga. Vor allem mit ihrem Blick vorher noch, ne? Ganze Zeit dieses... Und auf einmal kommt das voll random reingeknallt, Digga. Was ist denn da los? Also diese Julian-Videos, die machen mich kirre, Digga. Schon JMC hat mich komplett hops genommen, wie der da ausgerastet ist in seinen Analysen. Ich glaube auch, das war so seine Hochzeit, meintet ihr, ne? Im JBB war der nicht so hart, ne? Hä, aber das ist doch nicht Playerboy, oder? Das sieht ihm voll ähnlich. Ist das der? Nee, oder? Doch, das ist der. Sag mal im Chat bitte. Das war der, ne? Ja, ja, okay. Alles klar, der Playerboy, der einzig wahre Playerboy. Digga, diese Runde damals mit Battleboy Basti, Mann. Ein Traum, Digga. Die Runde mit Battleboy Basti damals war so ein Traum. Okay, let's go. Gönnen wir uns mal, gucken, wie es damals war. Okay, Julian. Nein, Mann, dieser Beat, Digga, das wird doch eine Qual. Und wir werden sehr viele Qualifikationen damit leider hören müssen, glaube ich. Von dem her, nimm's mir nicht übel, ich hab's mir nicht ausgesucht. Da müssen wir gemeinsam durch. Ich leide genauso wie ihr auf Dauer. Du wolltest einen Diss-Track. Dann hör mal gut zu, du Kerk. Ey, dieses dreckige Grinsen, oder? Da will man den doch schon wieder knutschen, Alter. Dieses dreckige Grinsen dabei, du Kerk. Yo, dieser Beat klingt wie von GTA 4. Ich chill in Liberty City, du auf einem Häkelturnier. Julians Block. Du, ich find diese Delivery so nice, wie das ist immer dieses, leichte, eklige Grinsen in der Fresse, Digga. Es ist zu geil. Du verkörperst den Cock, doch hast leider keinen großen, bist schwul wie Kermit the Frog. Frog, Digga, Kermit the Frog. Ass schwul, ich dachte es geht nicht schlimmer als San Diego, doch dann kam dieser Brasilianer mit Ice Pego. Alter, da wurden sogar hier San Diego, ne? Da durfte man San Diego noch dissen, da war das noch erlaubt. Da durftest du noch abfällig über den reden. Später hat sich das geändert. Bei ihm auf dem Konzert rufst du in aller Deutlichkeit. Bitte, bitte, nimm mir meine Jungfräulichkeit. Ha, du bist wie Alexander Peter. Aber es ist besser, ne? Weil man, also jetzt mal unabhängig davon, wie es rap-technisch ist, aber man versteht's, ne? Das war bei der Nung ein bisschen schwierig. Dein Schwanz wird nie eine Vagina von innen sehen, doch ich kann...
von. Irgendwie das Geilste an dieser ganzen Quali ist diese Delivery, Digga, wie der vor der Kamera steht und einfach immer so auf abfällig Pussy sehen. Dich beruhigen, es gibt keinen Grund abzugehen. Die Fotze deiner Mutter, oh ja, sie ist schön. Oh, Digga, und das dreckige Lachen danach. Abzugehen, die Fotze deiner Mutter, oh ja, sie ist schön. Julian, sag mir, weinst du schon? Du bist wie ein Kinderteller, eine halbe Portion. Deine Mom betrieb Prostitution, dann bekam sie dich. Dich, du Hurensohn. Ja. Das ist auch eine geile Möglichkeit, um irgendwie, wenn dir ein paar Silben fehlen in der Line, Digga, einfach dich, Digga. Auf die Idee kam ich noch gar nicht, Alter. Arbeitsplatz, die Straße und niedrig der Lohn. Sie ja, das ist Playerboy. Ich wusste das auch nicht mehr, dass der damals Jan Hendrik hieß so. Aber ich habe dann so beim Standbild gesehen, so, hä, der sieht aus wie Playerboy, Digga. Täglich 20 Cocks für jeweils 1 Euro blown. Yeah, ich bin der Playerboy und kann flown. Für mich... Da hat er so die Legende angekündigt, Digga. Da hat er schon gewusst, was später passieren wird. Der Playerboy war schon in seinem Mindset. Ich cock's für jeweils 1 Euro blown. Yeah, ich bin der Playerboy und kann flow. Auch die gleiche Betonung, ne? Der Playerboy, genau so, 1:1. Für mich bläst Julians Mom immer noch, denn sie steht auf große Ejakulation. Sie tippt auf Genmanipulation, ich auf Testosteron. Kommt die Kampfshot-Explosion, schwimmt... Aber er versucht hier die ganze Zeit auf Ohn rein, ne? Er versucht zumindest hier so eine Art Reimkette aufzubauen. Rechnen wir ihn mal hoch an. Sie in die Intensivstation. Julian, das hier ist deine Exekution. Ich fick dich ohne Kondom, denn auf einem passenden müsste draufstehen. Kölner Dom. Oh Gott, Digga. Oh, Junge, 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 Junge. Okay. Es waren schon mal ein paar Takte in dein Gesicht, Alter. Oh nein. Hör auf. Das war schon mal ein paar Takte in dein Gesicht, du Penner, die. Oh, Junge, Junge, Junge. Was haben wir uns da wieder angetan? Was haben wir uns da wieder angetan, Freunde? Wo sind wir hier gelandet? Und eigentlich bist du jetzt tot. Hä? Du kriegst am Bein deine Mama hoch? Und bist schleimig und rot? Was soll das sein, hm? Lass mich überlegen, okay? Ich denke... Du bist eine Fehlgeburt mit Heimweh. Guck, du bist... Digga, was war das denn jetzt gerade, Digga? Das war fast schon so, wie nennt man das, so Hörbuch-Style, oder? Ich hätte mir das so auf Dauer geben können, so zum Einschlafen. Du bist eine Fehlgeburt mit Heimweh. Mit Heimweh? Ich finde es aber krass, wie er das synchronisiert bekommen hat, ne? Ich sag mal, wenn du was aufnimmst und das ist so voll onbeat gerappt und so, da kannst du dich ja demnach entlanghangeln. Aber er hat einfach diese ganzen Pausen und alles, wie er das eingerappt hat, der hat sich das gemerkt. Wie kann man das, Digga? Ich könnte das niemals, niemals synchronisieren. Guck, du Bitch, alle Gs sind hier verscheucht. Ich bin wie ein Rasensprenger und mach alle feucht. Wenn ich deine Sister fick, ist sie stets erfreut. Und wenn ich es will, kommt es schnell vor, dass sie keucht. Deine Mom, die... Digga, der Playerboy, Alter, er war's schon immer. Neben Mann und hört das Geräusch. Sie fragt sich, warum hab ich so einen Spaß gezeugt? Du in deinem Zimmer, wo du wieder deinen Dick beäugst, merkst, fuck, ich brauche schleunigst deinen Therapeut. Yeah. Der Playerboy, Digga. War das bosshaft oder war das bosshaft? Okay, Julian. Ich muss fürs Abi lernen. Digga, wie der auch dir komplettes Gequatsche und so, alles synchron. Hat er das da live gerade aufgenommen oder was? Was du niemals haben wirst, Digga. Okay, hau rein. Deine Stunde hat geschlagen. Oh, Digga, Alter. Ja, Playerboy. Legende, ne? Nach wie vor, ne? Also, der Playerboy, ja, ich sag mal, die Playerboy-Attitude, die kam auf jeden Fall rüber, würde ich sagen, ne? MCZ, wer war das doch mal? Der sagt mir irgendwie was. War der in der JMC irgendwie in der Hall of Shame? Ah, der war 2013 dabei, okay. Stimmt, deswegen sagt mir der Name was. Aus dieser berühmten Playerboy-Hook oder vom Part oder so. MCZ, es ist work, irgendwie so, ja, okay, jetzt weiß ich wieder, woran mich der Name erinnert. Okay, let's go. Aber der hatte dieses Intro echt schon ewig, ne?
Wäre aber auch dumm, es zu ändern. Es gibt immer die Leute, die irgendwas, was sich etabliert hat, einfach ändern. So. Genauso wie Rapper, die sich auf einmal komplett anders nennen. Zepter. Das wäre auch dumm, Digga. Einfach so bleiben. Oh, guck mal, wie jung er da noch war. Digga, was für ein Süßer, oder? Das war ja ein ganz, ganz Süßer. Wie sah er denn da noch aus? Das muss ja eines der ersten Videos gewesen sein. Da war er noch 22 Jahre alt. Jay ist ein Jahr jünger als dieser Julian hier. Krass, Mann. Einfach den Beat laufen lassen, Digga. Das ist die Runde. Ey, ich dachte, es kommt wieder dieser Schussclip, Digga. Jedes Mal, wenn ich dich sehe, könnte ich kommen. Okay, dieses Standbild tut mir wirklich leid, Leute. Ist wirklich nicht mit Absicht. Sorry. Aber Leute, der ist nur auf der rechten Kopfhörerseite gemischt. Ist das bei euch auch so? Jedes Mal, wenn ich dich sehe, könnte ich kotzen. Du bist so ein Lappen. Jeder will dich fotzen. Du Hurensohn. Was? Jeder will dich fotzen? Darf man das überhaupt sagen? Keine Ahnung. Sorry, aber was? Kotzen. Du bist so ein Lappen. Jeder will dich fotzen. Aber warum sagt er denn nicht boxen? Das macht ja gar keinen Sinn. Heißt so viel wie schlagen. Ja, warum sagt er denn da nicht boxen? Reimt sich doch. Hä? Und diese Attitude, ne? Mit dieser, Digga, das war Weimar. Meint ihr, das ist vielleicht Weimar gewesen? Steht auf Schindlers Liste, ich steig mit dir in die Kiste. Sie grinst, wenn ich sie anpisse und sie danach richtig fiste. Julians Vlog, Kugel im Kopf, deine Videos stößt mein Kopf. Spielst dich auf hier wie der Geilste, wenn ich deine Mutter reize. Julians Vlog, Mini. Ich glaub, der hat sich doch den Hoodie da über den Kopf gezogen, oder? Damit er nicht erkannt wird, oder? Das ist also die Hall of Shame 2012, das war schon echt eine andere Zeit. Deine Mutter reitet meinen Stoff, wenn ich dir ganz genüsslich nebenbei noch eine Suppe koche. Was? Neben er kocht eine Suppe? Bosshaft! Julian schockt, alte Männer bekommen Bock auf einen kleinen italienischen Schmock. Oh nein, ich kann das nicht! Ich kann das nicht! Live bei Julians Blog. Analverkehr, all das macht dein Leben schwer. HIV positiv, brennt sich aus, explosiv. Digga, oh, das wirkt wie so ein Schulsong, Alter, mit diesen Blättern. Wie Erdkunde oder so. Boxclub, Tretboot fahren, all das ist sehr sonder. Warte mal, was war das denn für ein Move? Positiv, brennt sich aus, explosiv. Boxclub, Tretboot. Oh Gott, all das ist sehr sonderbar. Bild sie ein, du bist cool. Auf meiner Skala steht du bei schwul. Er liegt sich ja doch komplett, Digga. Julian, und es geht noch viel. Leute, was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt auf einmal passiert? Hä? Julian. Was ist das, Mehl oder was? Und es geht noch viel weiter. Pass auf. Also der unterhält mich bis jetzt mit am besten, Digga. Dieses Video ist ja so. Oh, Digga. Ey, wir haben uns hier wirklich wir haben uns ja wirklich hier ganz tief. Wir sind hier ganz tief gesunken, Alter. Oh Mann, Alter. Roll wie ein Stein, Indiana Jones. Steck dein Schwanz und Nase rein. Julian macht's Italien-Style. Schluck es runter, spuck's aus. Deine Mutter steht drauf. Mir gründlich mal die Kimmel lecken und dann schön an AIDS verrecken. Wieder mal voll fürs Protokoll. Deine Mutter ist ein Koksner-Troll. Untenrum das Bärenfell. Julian kommt beim Sex sehr schnell. Scheiß. Unten das Bärenfell, der Julian kommt beim Sex sehr schnell. Das klingt irgendwie so gedichtmäßig fast, ne? Ich glaube, so als Gedicht hätte das gut funktioniert. Auf Zunge, Scheiß auf Finger, Julian, der Windelstinker, ich schieß dich nie. Der Windelstinker? Der Windelstinker, das finde ich lustig. Sex sehr schnell, Scheiß auf Zunge, Scheiß auf Finger, Julian, der Windelstinker, ich schieß. Der Windelstinker, der. Sich nieder, du Bastard, du Überflieger. Julian, hässlicher Mongo, ich spiel gerne Tittenbongo. Was macht denn der Affe? Was macht der denn da auf einmal? Du Bastard, du Überflieger. Julian, hässlicher Mongo, ich spiel. Ich hab das Gefühl, wir checken die Kunst nicht. Da muss doch ein ganz tiefer Sinn dahinter stecken. Gerne Tittenbongo, kannst mit deinen Schoko-Babys gemütlich erstmal schmusen gehen. Nach Geburt scheißen Dreck in deiner Hose, brauner Fleck. Digga, was mach, ey, Leute. Wie kann ich das logisch erklären?
Mach es sauber, leck es auf, scheißegal, sie stehen drauf. Was war das denn jetzt? Wer sind die denn? Mit Julien-Gesichtern? Scheißegal, sie stehen drauf. Deine Videos vergrößern deinen Penis und Länge. Doch das ist nicht schwer bei deinen Baby-Gehänge. Scheiß auf die über den Hurensohn mit seinem Mama Undercover-Sohn. Das Einzige, was deine Mom je gebrochen hat, ist das, was aus ihrer Fotze kam. Einen Quattro-Penetrations-Special-Move kannst du dir stecken. Sonst hab ich dir eine Faust und an der kannst du verrecken. Hey, Pisser. Es sind aber heftige Ansagen, ich sag dir ehrlich. Die Sache ist so, wenn so ein Durchschnittsrapper so, ne, so eine Lines kickt, würde ich sagen, okay, juckt so. Aber wenn er das kickt, ich persönlich, ich hätte Angst, Digga. Ich trau dem irgendwie alles zu. Wenn ich dieses wie, ich trau dem alles zu. Ich würde dem zutrauen, der dreht völlig durch. Wie so ein Psychopath und keine Ahnung, Digga. Unberechenbar, ganz gefährlich. Vergiss bitte deine Seelensorgen, Scheiß. Du glaubst nicht ernsthaft, dass du weißt, wie man Frauen aufreißt. Dieser Track schützt dich um deinen Block ins Verderben. Tu der Welt einen Gefallen und geh gepflegt sterben. Krank. Heftig. Dieser Abgang, krass, Mann. Also, videotechnisch muss ich sagen, 10 von 10. Kann man nicht anders sagen. 10 von 10.